Hi, wie geht's? Heute hat Adobe ein neues Update für Premiere Pro ausgerollt und damit gibt's jetzt ein neues Feature, auf das ich schon lange warte. Lasst uns das anschauen. So, wir sind hier in Premiere Pro. Ich habe hier mal ein Projekt geöffnet, an dem ich gerade arbeite. Und habe hier so einen Rough Cut mal gemacht. Und oftmals ist es ja so, man hat dann einen Titel gefunden. Ich nutze derzeit Artlist, habe da ein Jahresabo und bin damit sehr zufrieden. Und dann hat man das Problem, der Titel ist toll, aber zu lang. Gerade wenn man Social Media Videos schneidet, die oftmals nur 15 oder 30 Sekunden lang sein dürfen, war früher immer der Umweg nötig. Ich habe hier rechts geklickt und dann Edit Clip in Adobe Audition. Und dann hat sich Adobe Audition geöffnet. Ich habe dort über die Remix-Funktion den Titel in der Länge angepasst, gespeichert, wieder zurück zu Premiere Pro gegangen und habe dann gehofft, dass das dort passt. Diesen Umweg kann man sich jetzt sparen, weil die Remix-Funktion ist jetzt von Adobe Audition in Premiere Pro gerutscht. Ein Feature, was ich mir schon lange gewünscht habe, einfach deshalb, weil ich den Umweg über Audition nicht mehr gehen muss. Das Ganze funktioniert wie folgt. Wie gesagt, hier habe ich den Rough Cut. Ihr seht, der ist, lass mich gucken, ja, ein bisschen mehr als 28 Sekunden lang. Und hier habe ich den Titel, den ich nutzen möchte. Ich wähle dann oben, in dem Fall habe ich das schon ausgewählt, den Tab für Audio. Gehe in Essential Sound. Es ist ein Titel, also quasi Musik, und dann setze ich hier einfach den Haken bei Duration und Premiere Pro legt sofort los und analysiert den Clip. Hat jetzt festgestellt, die Remix Duration ist 3 Minuten, 1 Sekunde, 29 Hundertstel und die Ziellänge ist in dem Fall auch so lang, weil ich noch nichts verändert habe. Und ich kann jetzt hier die Ziellänge einfach reduzieren. Ich gehe mal runter auf, wir hatten ja 28 Sekunden. Ja. Hier steht auch in Klammern plus minus 5 Sekunden. Kann das dann lang werden? Das hängt immer davon ab, wie gut die Schnitte passen. Also aufs Zehntel kann man das natürlich nicht machen, weil der Klang soll ja noch, oder das Musikstück soll ja noch in seiner Grundidentität erhalten bleiben. Deshalb werden Cuts an den Stellen gesetzt, wo man das eigentlich nicht hört und es keine Ruckler, Stopper und Stufen, sage ich mal, in der Musik gibt. Wir können uns das Ganze jetzt mal anhören. Premiere Pro hat das Musikstück mit der Funktion Remix von über 3 Minuten auf 35 Sekunden gekürzt. Das funktioniert, wie ich finde, ganz gut. Bei Titeln, die mehr Beats beinhalten, funktioniert das Ganze natürlich noch besser, weil es einfach mehr Stellen gibt, wo man Stücke rauscutten kann und dann trotzdem den Flow von der Musik erhält. Es ist auf jeden Fall ein Feature, was ich sehr häufig nutzen werde. Bisher habe ich es in Audition benutzt und bin da immer den Umweg gegangen. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Also der Workflow wird auf jeden Fall beschleunigt und es wird verbessert. Und guckt es euch mal an. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Feature findet, ob ihr das eventuell schon genutzt habt und wie ihr das jetzt findet, dass es in Premiere Pro ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.